Gefühl schon mal. Tick. Hallo, grüß dich. Hier die Tour, die ich am letzten, oder beziehungsweise im letzten Video erwähnt hatte. Sind gerade angekommen, also bin heute mit einem Kumpel unterwegs. Ist im Bereich Oppenhausen. Ist unten bei Boppert, wo der auch der Klettersteig ist, wo ich schon mal ein Video gemacht hatte. Ist die Wanderstrecke Erbach-Klamm. Ist auch hier ein bisschen was erklärt. Beziehungsweise der Weg halt. Also den roten bin ich schon, ich glaube, zwei oder dreimal gelaufen und wir wollten heute nochmal den blauen halt mitlaufen, beziehungsweise heute und morgen dann halt dementsprechend. Ich packe auch mal unten den Anfahrtsweg bzw. die Adresse für den Wanderparkplatz ein. Wenn du auch mal nachlaufen möchtest, kannst du das auch eingeben. Wir sind wie gesagt zu zweit unterwegs, haben selber den gleichen Rucksack. Habe ich auch schon mal ein Video zugemacht. Falls du da Interesse hast, dann guck einfach mal nach. Dann weißt du genau, wie der beschrieben ist bzw. was für Eigenschaften der Rucksack halt hat. Und ja, mein Kumpel durfte dann nochmal gerade zurücklaufen, da hinten halt hin zum Auto. Weil, ich glaube, wenn ich ihn richtig verstanden habe, hat er sein GPS vergessen. Naja, auf jeden Fall, nach keine 5 Minuten wandern, erste Pause. Und wenn du Spaß hast oder Bock hast, bleib dran, siehst du dann halt, wie der, wie heißt das? Wie die Traumschleife Erbach-Klamm halt so ausschaut, wenn du so nachlaufen möchtest. Also, bis gleich. So, nach einem kurzen Stück, noch kurz, die Hoffnung, dass der Wind da bei dem Mikrofon nicht so sehr reinhaut. Also ging jetzt über das Feld eine Zeit lang. Von da hinten bei den Strohballen, da ungefähr sind wir gekommen. Und latschen jetzt halt so ein bisschen in das erste Waldstück rein, wo dann auch der Wind verschwinden sollte. Und wo die Temperatur dann halt auch dementsprechend angenehmer ist, weil wir haben heute, jetzt, ich glaube 30 Grad war das. Ich sag mal 29 Grad, bevor es sich übertrieben anhört. Haben jetzt 4:30. Also ist auch nicht so die übliche Zeit, wenn man eine Wanderung halt anfängt, aber so ist schon der erste Stoß von den ganzen anderen Leuten halt weg, dass man vielleicht ein bisschen mehr Ruhe auf dem Pfad halt hat, weil der ist, weil es halt eine Traumschleife halt ist oder gekennzeichnet ist, ist der manchen Tagen schon generell überrannt. Von daher, das solltest du halt bei deiner Planung halt berücksichtigen. Wenn du den halt, wie schon bereits erwähnt, auch mal laufen möchtest. Hier nochmal kurz ein Tipp, wenn man den Weg geht, generell auch später, weil der Wanderweg verläuft an einem Bach halt entlang, beziehungsweise am Bachverlauf. Und von daher sollte man eigentlich festes Schuhwerk halt nehmen. Also wenn man mal irgendwo ausrutscht oder sonst, dass man sich da nicht den Knöchel halt bricht. Also man sollte nicht mit Sandalen hier durch die Gegend laufen. Und also ich habe dementsprechend auch meine festen Stiefel mal mitgenommen oder angezogen. Und von daher fängt jetzt halt der urige Teil an. Sehr lustige Tour werden. Hier mal das Zeichen von dem Wanderweg. Und das hier ist der erste Aussichtspunkt. Hat auch einen besonderen Namen, aber ich komme gerade nicht drauf. Vielleicht ist oben gleich ein Schild. Dann filme ich da mal kurz drauf, dann kannst du auf Pause drücken. Also die Gegend hier ist echt Hammer, also ist echt Bombe, kann ich nur empfehlen, wenn du echt mal Zeit haben solltest. Das war auch wieder mit ein bisschen Fahrerei verbunden, das ist immer das Blöde für jetzt, für die Abonnenten oder für die Leute, die halt zuschauen und kein Auto haben oder jünger sind und auf öffentliche Verkehrsmittel halt angewiesen sind, aber hier, das lohnt sich auf jeden Fall. Und was ich nochmal sagen würde, wenn du laufen solltest, ich würde nicht im Winter laufen, sondern wenn die Bäume halt dementsprechend grün sind, weil dann hast du auch dementsprechend die Aussicht, die wir hier gerade genießen können. Und ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, aber da geht es steil runter. Kommt wahrscheinlich jetzt gerade so auf dem Video oder beziehungsweise auf deinem Bildschirm nicht so gut rüber. Ja, aber wenn man hier mit kleinen Kindern unterwegs ist, zum Beispiel jetzt als Familie, da sollte man auf die Kleinen halt doch an manchen Stellen ein achtsames Auge halt haben. Weil die Kleinen
Racker natürlich auch neugierig sind in manchen Hinsichten. Jo, dann, warte mal, Schild, wie heißt das hier? Wie heißt es? Was ist es? Beobachtungspunkt? Nein. Aussichtspunkt Brandgrabenmühle. Jo. Und da geht er dann Weg dann halt gleich weiter runter. Von da oben sind wir gerade runtergekommen. Sind ein paar Serpentinen halt durch den Wald gelaufen. Und wir sind hier jetzt an einem Platz. Ja, keine Ahnung, was das genau ist. Auf jeden Fall. Irgendwas mit Toiletten, so wie es aussieht. Das mit dem Wasser, das finden wir beide relativ witzig, weil also das ist echt, also hier könnte ich jetzt, oder könnte man generell als ein Wasservorrat wieder auffüllen. Also wundere mich, dass das halt wirklich läuft. So, mit Waschbecken für Schuhe oder Stiefel halt dementsprechend. Das ist nicht schlechter. Rutschen, ja, wahrscheinlich irgendwie Ferienlager oder sonstiges. Weil die Fläche hier, wenn man hier so, die Fläche ist natürlich für Zelten ideal. Schön eben und alles. Also wir beide haben uns mal gerade darüber unterhalten. Also wir finden das hier, also die Einrichtung generell super. Das heißt generell, ups, so ist besser, gut halt. Allerdings, wenn Einwand vom Kumpel, von dem Commander, wenn man sowas bei uns stehen hätte, gegen die Sonne ist blöd, so ist besser, wenn man sowas bei uns stehen haben würde, ich glaube, das würde nicht lange stehen. Das ist ja teuer. Ich habe schon auch Wanderhütten bei uns in der Gegend, also jetzt bei uns bei mir in Essen zum Beispiel gesehen, die, das sind keine Wanderhütten mehr, das ist eigentlich nur noch ein Zustand. Und dass hier erstmal generell die Option ist, dass wasserfrei zugänglich ist. Also hier könnte man quasi jetzt Privateigentum, weiß ich nicht, aber ob man hier dann halt auch sein Tarp halt aufspannen könnte. Sogar sein Zelt, aber also ich finde den Ort die Bombe gerade. Boah. Vor allen Dingen geht so ein leichtes Lüftchen. Das ist echt angenehm hier gerade. Also ich weiß nicht, ob man das Grillenzirpen hört, aber es hört sich schon... nach Urlaub an. Ich muss mir echt irgendwann mal einen Gimbal kaufen, damit diese Wackelei beim Laufen halt aufhört mit der GoPro. Jo, ich habe zwar die Sony-Kamera, den Camcorder mit dem Gimbal drin, aber irgendwie finde ich das mit der GoPro angenehmer zu filmen, weil er halt einfach kompakter ist. Da muss ich dann halt auch noch mal schauen, ob ich da einen vernünftigen Gimbal halt finde. Beziehungsweise, ich habe da schon mal geguckt, aber ist ja auch, wie ich schon mal gesagt habe, ich muss ja auch für die Dinge halt die Mark bei Fliege beiseite legen. Also das letzte Mal, wo ich hier lang gelaufen bin, sah das bei weitem grüner aus und anders. Ich gucke mal, ob ich das Foto finde. Dann blende ich das mal kurz ein. Ja, so kann man ein Urteil auch bilden, wenn man öfters an einem Platz halt langläuft. Und hier zum Beispiel auch nochmal so eine Stelle wegen festem Schuhwerk. Also jetzt ist es trocken zum Glück, aber wenn es feucht wäre oder nass, dann wären die Felsen bestimmt rutschig, also wegen Rutschgefahr, und dann hier auch generell der ganze Wegverlauf halt mit den ganzen Kanten, mit den ganzen Steinen, dass man halt dementsprechend aufpassen, bis man also das richtige Schuhwerk haben sollte. Whoop.
Ja, der Bach ist sehr niedrig. Normalerweise ist er wirklich bis hier vorne dran. Und das finde ich echt schon übelst, dass hier so wenig drin ist. Ja, und jetzt geht es die ganze Zeit halt dem Bach entlängs. Man muss dazu sagen, falls du denkst, es ist schon gerade, Sonnenuntergang. Also die Sonne scheint noch, man kann es sehen. Wir sind hier nur gerade am tiefsten Punkt von der, ich drehe mal kurz die Kamera ein bisschen, von der, ja, ich nenne es jetzt mal Tal, nicht Schlucht. Aber hier unten ist echt das Tageslicht so gut wie weg. Also wir haben jetzt 17:52. Aber es ist also wirklich angenehm zu laufen hier gerade. Und vor allen Dingen auch schon das Optische. Jo, doch ein bisschen anstrengend, die ganze Zeit hier so lang zu kraxeln, beziehungsweise mit dem Gewicht hinten drauf. Und ich habe viel zu viel mitgenommen, wirst du später auch noch sehen. Halt wegen der Feuerschale, die ich ausprobieren wollte und den ganzen Krempel halt dafür. Aber die Optik bzw. die Umgebung macht das echt wett. Hier kommt jetzt auch ein bisschen mehr die Sonne gerade wieder durch. Aber ihr schon was. Also momentan kann ich nur noch an den nächsten Punkt denken, wo dann auch ein steiler Aufstieg kommt. Und weil ich bräuchte, also ich würde gerade ganz gerne eine Pause machen wollen. Weil das Gewicht zieht wirklich runter. Jo, Pause, ich freue mich.
Also wie gesagt, hier erstmal Pause. Und dann da an der Weggabel müssen wir da nach oben. Also gucken wir auf die Karte. Also ich meine zumindest, dass wir da nach oben müssen. Weil die lange Strecke bin ich noch nie gelaufen, sondern nur die kurze. Und die kurze geht da hoch. Und ich weiß nicht, ob man es sieht, aber ich bin gerade echt ein bisschen fertig. Ey. So, genug mit der Rumholerei. Rucksack ab. Ups, ein bisschen weit weg. So. Das ist. Auf jeden Fall, wir werden gleich nochmal, beziehungsweise jetzt eigentlich quasi den Plan, dass wir da hochgehen, haben wir über Bord geschmissen. Dann gehen wir in die Richtung weiter und gucken uns eine Burgruine an. Und ja, dann können wir schon nach dem Nachtlager halt gucken, wo man das am besten aufschlägt. Ja, in der Ruine. In der Ruine, genau. Wo, beziehungsweise zu dem Insider-Tipp, beziehungsweise die sind gerade so, ich sag jetzt mal, eine Familie vorbeigekommen und die Dame halt von den Vieren hat halt gesagt, sie kommt hier aus der Gegend, kennt sich halt dementsprechend gut aus und hat halt ein bisschen an der Karte halt gezeigt, wo halt was liegt und hat uns halt die Ruine empfohlen, weil sie halt noch von ihren Kindheitstagen erkennt und von daher gehen wir da jetzt einfach mal hin und gucken uns das Ding einfach mal an. So, ich habe gedacht, ich filme uns bei den Sportskanonen mal hin, dass wir, weil wir hatten ja, ich hatte gerade erwähnt, dass wir den Tipp bekommen haben mit dieser Ruine und also wir wissen gerade nicht, ob das der richtige Weg ist, aber ja, ist etwas steil gerade. Ich melde mich, wenn wir oben, ich melde mich, wenn wir oben angekommen sind. So, Fakt ist, wir sind oben angekommen. Haben unterwegs auch noch ein Motorgeräusch wahrgenommen und kam von hinten so ein Quad, nenne ich jetzt einfach mal. Und ich habe den Typen mal angehalten. Der hat uns freundlicherweise dann noch gesagt, dass wir auf dem richtigen Weg halt zu dieser Ruine halt sind. Aber kann man jetzt halt nicht sehen, aber der Weg, den wir halt hoch sind, ey, das war wirklich Harakiri. Und also machen jetzt gerade noch mal ein bisschen Päuschen. Und dann zur Ruine, wo wir dann auch wahrscheinlich unser Nachtlager aufschlagen werden, sofern das möglich ist. Und von daher, ja, einfach nur jetzt gerade nochmal, weil ich gesagt hatte, ich melde mich nochmal, wenn wir oben angekommen sind. Und jetzt müssen wir noch da hinten Richtung Wald, wenn man den erkennt, also hier über den Hügel rüber. Ich hoffe jetzt mit hier, okay, Sonne gegen die Sonne, ein bisschen blöder. Aber hinten an dem Wald und dann soll da irgendwie noch 800 Meter sein. Und ja, lassen wir uns einfach mal überraschen. So, Laufentfernungsmäßig nach GPS sind das ungefähr 1x1 Kilometer noch. Lassen wir uns mal überraschen. Ja, auf jeden Fall latschen wir auf gut Deutsch den Weg wieder zurück, den wir gerade unten in der Klamm halt lang gelaufen sind. Aber vielleicht werden wir ja dafür belohnt. Haben wir gefunden. Wir sagen ja auch, ja, wir sind jetzt gerade im Inneren der Ruine. Von da sind wir gekommen. Mal zum Aufbau. Also erstmal Stirnlampe rotmäßig, damit, also beziehungsweise jetzt mache ich mal für dich gerade Weißlicht, damit du mehr siehst. Feuerstelle mit ein bisschen halt totem Tier. Mal gucken, ob das gleich gut genug durch wird. Dann halt ein Tab. Ja, ich hoffe nur, es fängt nicht an zu regnen, weil dann ist das hier ein bisschen doof, weil das Wasser sich sammeln würde. Aber ich denke, das wird heute Abend oder beziehungsweise heute nicht regnen. Und dann wieder ganz normal halt den Aufbau, beziehungsweise bei mir Biwaksack, die Expert rein und den Tropen diesmal mit dabei. Der Commander hat sich auch die Expert geholt, also beide Isomatten. Die Leiche hat auch den Tropen dabei, wenn ich das richtig sehe.
Bei mir wird er den Schlafsack ganz normal, beziehungsweise den Schlafsack, den Rucksack als Kopfkissen benutzt. Das sollte eigentlich reichen. Ich hoffe, der Untergrund, das reicht, weil der ist so ein bisschen abfällig. Und von daher jetzt Weißlicht erstmal aus. Und ich werde jetzt erstmal nicht mehr filmen, weil jetzt fängt halt auch für mich oder uns halt der gemütliche Teil an. Weil das ist schon ein alter Kumpel von mir. Da gibt es bestimmt einige Anekdoten, die man sich jetzt erstmal an dem Kopf haut von damals, weißt du noch damals, als wir jung gewesen sind. Nein, Spaß beiseite. Auf jeden Fall, man hat sie auch schon länger nicht mehr gesehen. Gibt das halt das eine oder andere, wo man sich unterhalten möchte. Und von daher, ich werde ja vielleicht zwischendurch noch ab und an mal die Kamera reinschalten. Haben auch lustigerweise, fällt mir gerade ein, Fridolin, die Fledermaus, begleitet uns hier die ganze Zeit in der Ruine. Also die treibt hier Unwesen. Und auf jeden Fall, wie gesagt, ich werde ab und an vielleicht mal zwischenzeitlich die Kamera anschmeißen. Und falls noch nicht, seht es mir bitte nach. Dann halt erst die nächste Aufnahme morgen früh. Jo, auf jeden Fall entweder bis gleich oder bis morgen früh. Tschüss. Nur mal eine kurze Zwischenmeldung. Also wir haben jetzt 1:15 und ich wollte eigentlich nur mal, also ich gebe mir die ganze Zeit die bestmöglichste Mühe, um herauszufinden, was die Feuerschale so ab kann. Also Hitze bestellen, ob die sich verzieht oder sonst irgendwie sowas. Aber das wird man dann halt morgen sehen. Weil wir machen hier gleich auch die Sense. Und ab in eine Koja halt, dass wir halt morgen noch ein paar Meters machen können. Aber da bin ich echt mal gespannt, ob die sich verzogen hat oder sonstiges. Ja. Dann sage ich einfach mal gut's Nächtle und bis gleich, weil jetzt ist schon morgen halt quasi, weil wir nach 12 Uhr haben. Also, bis gleich. Guten Morgen. Die Nacht war nicht so dolle. Ja, sehr bedürftig gesehen. Ein paar Mal wach geworden, auch nicht gut gelegen. Jetzt aufgestanden, haben glaube ich irgendwie sowas um 9 Uhr mittlerweile. Heute mal länger dann trotzdem geschlafen. Sonnenaufgang, siehst du ja, dass die Sonne schon draußen ist. Und gestern noch Mühe gegeben, um auszutesten, ob die Feuerschale sich halt bei der Hitze vom Feuer verzieht. Und das sieht eigentlich sehr gut aus. Ja, Bombe. Nicht schlecht. Und hier für den Staufach, oder für das Staufach, für den leeren Raum hier drin, habe ich übrigens herausgefunden, meine kleine Gaskartusche, die passt da ganz gut rein. Kann ich mal reinschreiben, was für eine Milliliteranzahl ich halt benutzt habe, oder da gut rein. Also diese Standardmaße, die passen da nicht rein, sondern es gibt auch halt kleinere. Da schreibe ich dann da mal eben die Milliliteranzahl unten rein, wie viel die hat. Joa. Nochmal so ein bisschen das Lager halt. Zweimal Tab gespannt. Obwohl man das bei einem Wetter gar nicht gebraucht hätte. Davon mal ganz abgesehen. Ja. Ja, und jetzt auch. Ups. Jetzt auch dann in Ruhe halt erstmal Kaffee kochen. Dann halt Lager abbauen. Oder gemütlich auf den Weg machen. Beziehungsweise gemütlich einen Kaffee kochen, gemütlich auf den Weg machen. Oder das Lager abbauen, weil kein Stress. Ist Wochenende. Wir sind jetzt wieder unterwegs. Sind gerade eben aus der Burg raus. Vielleicht kann man die noch irgendwo im Hintergrund erkennen. Der Plan ist, dass wir dann halt durch die. Also erstmal zur Klamm laufen. Dann das Stück durch die Klamm, was wir gestern schon gelaufen sind, halt wieder absolvieren. Und dann den kurzen Teil halt nur laufen, also nicht den großen Streckenabschnitt. Und dann hier halt einfach mal runterlaufen, nicht lang machen, weil rutschig, weil loses Geröll, erdreich. Und unten kann man schon den Bach vielleicht sogar hören, wenn das Mikro dementsprechend mitspielt. Jo, und dann erstmal Klamm und dann melde ich mich gleich nochmal, wenn wir an dem Stück sind,
wo man halt hochläuft, das steile Stück, weil nochmal die Klamm doppelt zu füllen macht ja keinen Sinn. Also der, ne, ein bisschen leicht. Ja, jetzt kurz so nochmal vorher gemeldet. Haben also Übernachtung in einer Burgruine abgehakt. Wildschweine in freier Wildbahn gesehen, auch abgehakt. Allerdings das ist traurig halt an der GoPro, dass man halt nicht zoomen kann. Aber die haben wir gerade gesehen, das war bestimmt eine, nennt man das Rotte bei Wildschwein? Herde, Rotte, Rotte, ne? Ja, auf jeden Fall von, das waren bestimmt 10, 15 Stück. Also, und das waren echt, also vom Optik her waren das riesige Roschis. Also die sind, also da haben wir die aufgeschreckt und dann sind die halt den Berg hoch. Und hier scheinen die halt auch rüber zu sein. Ja. Aber auf jeden Fall mit dem Wildschwein auch wieder ein schönes Ding halt. So, ich hoffe, dass jetzt erstmal keine Leute mehr kommen. Also wir sind jetzt hier wieder an den Dingen, wo wir halt gestern dann unten entlang gewandert sind und da dann hoch Richtung Ruine. Also wir sind quasi einmal so einen Bogen komplett gelaufen, um da oben hinten wieder bei der Ruine zu sein. Laufen jetzt hier halt den Weg hoch und das Problem, was jetzt ist, also es ist Sonntags, wir haben 12.13 Uhr, ist ja das letzte Wochenende von den Ferien, aber ist echt komplett überrannt momentan. Also das ist, also bei den Aufnahmen muss ich jetzt auch gucken, dass ich halt dementsprechend, dass wir halt vielleicht mal eine Pause einlegen oder sonstiges, dass halt keine Geräusche von den anderen Wanderern halt mit auftauchen. Aber jetzt hier halt der Aufstieg. Und ja, mache halt zwischenzeitlich noch mal ein paar Bilder, weil kontinuierlich filmen wäre ja ein bisschen langweilig für dich. Und dann auf jeden Fall, was ich sagen kann, wenn man oben ist, hat sich die Mühe hier halt gelohnt. Weil das wird anstrengend. Also hier darf man das Gleichgewicht nach hinten auch nicht verlieren mit dem Rucksack, wenn ihr hier nach hinten fällt. Boom. Bitte? Hier kann man lang gehen. Schwitzen gekommen, sieht man vielleicht, aber ich glaube, das sind jetzt, sagen wir so, ich hoffe, das sind jetzt die letzten Meter von der Steigung hier. Dann ist das eigentlich okay, später noch mal eine Steigung, aber erstmal ein relativ gemütliches Wandern mit schönen Ausblicken, aber das wirst du dann gleich selbst sehen. Ja, nicht schlecht. Also da hinten in der Ruine haben wir genächtigt.
Und zwar in der Ruine Rauschenburg. Ja. Ich benutze nur mal kurz das Deppenzepter. Also bin doch nicht da hier auf der Bank, sondern lieber hier im Waldstück oder im Schatten. Rucksack schön als Lehne. Ja. Und genieße dann halt auch noch die Aussicht. Und dann muss es sich auch immer gut gehen lassen. Jo, also mit der Filmerei stellt sich schwieriger als gedacht, weil uns kommen eine Menge Leute entgegen, gerade jetzt auch eine Wandergruppe. Deswegen konnte ich leider die erste Serpentine und so Abstieg halt nicht filmen, weil ich so auch ein uriger beziehungsweise Abschnitt von der Wanderstrecke halt. Hier nochmal ein kurzes Stück. Also hier hast du wirklich das Gefühl, wenn man hier lang läuft, oder hat man das Gefühl, wenn man hier lang läuft, als ob man irgendwo auf jeden Fall nicht in Deutschland ist, weil die Vegetation, also ich weiß es nicht, Toskana oder sonstiges. Aber hier auch mit dem ganzen Gestein überall. Also wir werden die ganze Zeit von so kleinen Eidechsen, nenne ich sie jetzt mal, halt begleitet. Wo man bei uns in Essen denken würde, okay, hier sind Mäuse irgendwo unterwegs, sind das ja halt hier die Eidechsen, die sich hier überall bewegen. So, hast du einen Taler? Ja. Hä? Nicht Fährmann. Fährmann ist ja, wenn du stirbst. Aber hier unter der Brücke haust du einen Gnom. Und dann musst du Wegzoll zahlen, oder nicht? Ja. Ist ja nicht so, wir gehen jetzt da rüber und dann... So, hier mal ein anderer Abschnitt, beziehungsweise von der Vegetation halt her. Kilometer 13. Also, das ist eigentlich ganz gut, falls man irgendwas sagen sollte. Allerdings, bei mir ist das Problem, bei meinem Vertragsanbieter habe ich null Empfang, null Internet hier. Der Commander da vorne, der hat beides. Naja, da unten den Weg sind wir gerade in die Richtung gelaufen. Hinten Bogen und dann hier halt hoch. Damit wir halt hier die letzten 1,8 Kilometer, wahrscheinlich immer noch, nur noch, weil ich weiß es nicht mehr, schon länger her, dass ich das letzte Mal hier gewesen bin, halt hoch bzw. zurück in Oppenhausen laufen können. Genau deswegen. Jo, jetzt sind wir in dem, ich nenne es mal jetzt Waldkindergarten. Und also hier in der Nähe ist ein Kindergarten, finde ich super. Das ist ein Waldorf-Kindergarten, weiß ich, auch eigentlich vollkommen egal. Aber anhand der ganzen Dinge, die hier halt im Wald sind, kann man halt nur sehen, dass sie wirklich mit den Kiddies halt in den Wald rausgehen und einfach mal die in der Natur anscheinend näher bringen. Also einen Kindergarten hätten die früher auch ganz gerne gehabt. Ja, der Sonnenplatz. Was für eine Aussicht. Ja, hier wohl eine alte Lokomotive. Ja. Kann man als Kind bestimmt gut rumtoben hier. Das Waldmuseum. Hier mit Regenwasser. Oh. Das ist so cool, ey. Für so Kiddies. Das könnte ein altes Wespennest sein oder sowas. Das könnte eine Wildschwein gewesen sein.
Ja, nicht schlecht. Sogar mit Tapete. Jo, auch sind bald raus. Jetzt mal gemütlich die Strecke, die Stotterstraße entlang wandern. Da hinten, wo die anderen gerade sind, da noch hoch. Wenn ich mich richtig erinnere, müsste da auch dann schon der Parkplatz kommen. Ja, also von daher soll es das an der Stelle auch gewesen sein. Ich bedanke mich bei dir, dass du dabei gewesen bist. Wenn dir das Video gefallen haben sollte, kannst du gerne einen Daumen nach oben. Hat es nicht gefallen, kannst du natürlich auch dementsprechend einen Daumen nach unten geben. Wenn du magst, kannst du meinen Kanal abonnieren. Also sprich unten einfach nur auf diesen Abonnier-Button halt klicken. Du musst allerdings im Nachfeld auch noch auf diese Glocke da klicken, damit du halt da dementsprechend benachrichtigt bist, wenn ich was Neues hochgeladen habe. Ansonsten Dankeschön, dass du dabei gewesen bist. Sag ich einfach bis demnächst. Bleib wie du bist. Tschüssi.